Das erste Mal Reis frisch aus einem Reiskocher. Ach, fuck, nicht schon wieder. Ich hab doch, ja. Oh. Da. Handytaschenlampe. Gott, ist das dunkel. Ich weiß, wie klein er wirklich ist. Ja, und? So. Goddammit! Ja, das ist meine gleiche Scheiße. Ich weiß, wie groß er wirklich ist. Oh nein! Hey, ihr Lollis nur am Stiel lutschenden Salzwassertrinker. Es kam schon wieder ein scheiß Smartphone bei mir an, weil die Welt ja nichts anderes braucht, hat schon wieder ein neues Gerät, mit dem man sowieso immer nur das Gleiche macht. Über WhatsApp streiten oder Spiele spielen, die so dumm sind, dass ihr nicht mal Geld bezahlen müsst, um zu gewinnen. Aber da ich das Herz am linken Fleck habe, dachte ich mir, fuck it, ich guck's mir einfach mal an. Und vielleicht finden wir was Interessantes bei diesem Huawei P50 Pocket Premium Edition. Oh, okay. Warum ist das schon schmutzig? Co-Design with Iris von Herpes. Herpen. Co-Design with Iris von Herpen. Iris von Herpen. The natural phenomenon is translated into the artistic creation of parametric patterning. The normal Lotus O deltoid type to the differential girdle spring on the up end of the gram meters. Ah. Oh, nichts drin. Was haben wir noch? USB-C. USB-C. Und das war's. Geh weg. Was für ein Design. Mal anmachen. Hallo, ich bin Celia. Hallo, mein Name ist Celia, Ihr intelligenter Assistent. Huawei hat einen eigenen Sprachbutler namens Celia? Sagen Sie, hey Celia. Die Stimme ist voll schön. So dieses Hauchnasale da drin, das ist irgendwie schön. Hey Celia. Tut mir leid, das kann ich nicht tun. Mein Gott, wenn Fenners da irgendwas kopieren, können wir wenigstens den Namen ein bisschen weiter weg von Siri nehmen. Hey Celia. Aha. Siri, kannst du die Fresse halten? Hier ist nichts, was ich stoppen könnte. Mal gucken, was sie so kann. Wie wird das Wetter in Hamburg? Es ist heute Regen in Hamburg. Nun ist es Schauer. Nun ist es Schauer. Erzähl mir einen Witz. Du kannst die Suchergebnisse überprüfen, die ich online gefunden habe. Ich habe Folgendes gefunden. Wie faul ist das denn? Wie viel sind 3 plus 3? Du kannst die Suchergebnisse überprüfen. Was kannst du eigentlich? Du kannst die Suchergebnisse überprüfen. Oh. Was bedeutet Penis auf Spanisch? Pene. Oh. Jetzt weiß ich, was meine Ex meinte, wenn sie immer sagte, sie geht kurz Penne kaufen. Aber apropos nackt. Ja, es ist schon echt schön, dass euch beim letzten Mal meine nicht mehr nackten Wände aufgefallen sind. Ja, endlich hat er auch mal was zum Anziehen bekommen, du perverses Schwein. Ja, Wandausstatter ist in diesem Falle Displate. Die kennt ihr. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit, das ist irgendwie Quatsch mit diesen Dingern, bis ich es dann selbst ausprobiert habe. Und nun denke ich mir, uff. Holy shit. Innerhalb von 5 Tagen werden die Dinger in der EU gedruckt und kommen komplett in Pappe verpackt bei euch an. Und genauso wie Poster oder Bilderrahmen sind die Displays idiotensicher aufzuhängen. Einfach Magnete an die Wand und fertig. Und wenn es schief ist, einfach korrigieren. Und schon könnt ihr euch an Motiven ausgewählter Brands und Künstlern so richtig satt sehen. Oder auch nicht. Ich hätte ernsthaft nicht gedacht, dass Drucke auf Metall so nice aussehen können. Und dabei scheint es wirklich egal, wie kompliziert oder fein die Farbverläufe oder Texturen sind. Die Drucke sind so detailliert. Alter Schwede. Und wenn ihr jetzt auch Bock auf ein oder mehrere Displays habt, dann habe ich euch zur Inspiration ein paar Kollektionen zusammengestellt. Und ja, keine Sorge, ich habe an jeden von euch gedacht. Deswegen habe ich Galerien wie Gamelicious, Travelicious, Artilicious, Weirdelicious, Wholesome und Sadelicious. Alles von mir handverlesen oder gespickt mit persönlichen Uploads. Freue mich also auch über euer Feedback dazu. Nutzt den Link in der Videobeschreibung, dann kriegt ihr 23% Rabatt bei bis zu 2 Displays und 27% Rabatt ab 3 Displays. Mmh. Nice. Ja, Huawei ist ja dafür bekannt, fancy Dinge rauszuhauen. Früher vor allen Dingen mit diesen absurd langen Zooms in deren Smartphones. Und ihr erinnert euch jetzt wahrscheinlich an meinen TikTok zu deren Lippenstift-Ohrstöpseln. Das war echt anders wild. Aber
Aber das hier. Ein weißgold anmutendes Haute-Couture-Gehäuse mit fließenden Mustern, in dem außen ein runder 1 Zoll OLED-Touchscreen und aufgeklappt ein sehr nice 6,9 Zoll 21:9 OLED-Display mit 120 Hertz steckt. Gepowert wird der Bums von einem Snappy 888 ohne 5G mit 12 GB Arbeits- und 512 GB internen Speicher. Dazu eine 10 Megapixel Front- bzw. 40 und 13 Megapixel Hauptkamera und eine 32 Megapixel Ultraspektrum-Optik mit der Fluoreszenzfotografie. Fluoreszierend. Die spontane Emission von Licht kurz nach der Anregung eines Materials durch Licht. Hm. Oh, UV-Fotografie. Oder so. Zumindest. Schwarzlicht bzw. UV-Licht kann das menschliche Auge nicht sehen. Es sei denn, das UV-Licht trifft auf etwas, das aufleuchten bzw. fluoreszieren kann. Wie bestimmte Farben. Oder Zähne. Oder Sperma. Und Urin. Was? Ihr gehört sicher auch zu der Fraktion, nicht das braune Ende einer Banane essen, aber sich den gegenseitig abends am Anus riechen. Das hier sind essentielle Bestandteile unser aller Leben. So sehen wir erstmal nix. Aber wenn wir jetzt alles nach und nach dunkel machen und das P50 Pocket im Fluoreszenzmodus nehmen, dann können wir hier in einer eigentlich wundervollen Detailpracht all die Körperflüssigkeiten schon förmlich riechen. Oder schmecken, wie ihr wollt. Oh, ich pack das mal weg. Naja, zumindest sind das jetzt mal neue Möglichkeiten, wieder auf andere Art und Weise herumprobieren zu können. Also hier mal ein paar Eindrücke aufgenommen mit dem P50 Pocket. Witziger Nebeneffekt bei all der verbauten Technik ist, dass ihr mit der mitgelieferten App Sonnencreme-Test über das äußere, aber auch innere Display prüfen könnt, ob ihr zum Beispiel genug Sonnencreme oder ebenmäßig Schminke oder Gesichtscreme aufgetragen habt. In der Anleitung stehen nochmal viele Dinge dazu, aber im Grunde ist es abhängig von all dem, was ihr euch da so ins Gesicht schmiert. Aber zumindest funktioniert es so, da wo es dunkel ist, wird genug UV-Strahlung absorbiert. Und da wo es hell ist, wird noch zu viel reflektiert, also da müsstet ihr noch nacharbeiten. Und ja, als ich mein TikTok dazu gemacht habe, sah das Ergebnis nicht ganz so krass aus wie hier, weil mir fehlte Sonnencreme. Aber jetzt zum YouTube-Video kam sie an und deswegen sieht es jetzt auch so fancy aus. Denn ihr wisst, Sonnencreme, UV-Strahlen. Aber in dem Modus gibt es noch weitere Möglichkeiten herumzuspielen. Dieser Pro- bzw. monochrome Modus ist richtig fancy. Und dort könnt ihr dann auch in diesem Fluoreszenzmodus Videos aufnehmen. Qualitativ ist das natürlich alles nicht so geil, aber es ermöglicht zumindest kreativen Spielraum. Wow, das ist schon irgendwie geil. Wir hatten ja schon auf Twitch darüber gesprochen und ich dachte echt, dass das hier von den Herstellern das Maximum an Kreativität für coole Konsumerkameras sei. Anker Work. Dieses Anker, was sonst irgendwie nur Ladegeräte oder Powerbanks macht. Eine All-in-One-Webcam mit Kamera, Mikrofon, Lautsprechern und Licht. Holy shit. Ist ein geiles Stück Hardware. Wäre die Software dazu nicht so arsch, wäre auch die Qualität insgesamt noch mal ein ganzes Stück geiler. Naja. Tja. Sonst gibt es zu den Dingern eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Außer vielleicht, dass es sonst auch technisch auf dem neuesten Stand ist und selbst neben dem P50 Pro richtig heftig daherkommt. Und noch, weil Huawei ja aufgrund all der Sanktionen so eine Art Sonderstellung hat, dass sie sich weiterhin ein krasses Ökosystem aufbauen. Fast schon unbemerkt neben Apple und Co. Ich meine, es gibt die Huawei Cloud, Huawei Music, Adidas Runtastic Premium. Da passiert ganz nebenbei ganz schön viel. Und mittlerweile fällt es auch schon gar nicht mehr auf, dass Google Services auf dem Ding fehlen. So krass hat die Huawei App Gallery aufgeholt. Wenn ihr also ein bisschen Geld für das oder andere Geräte von denen übrig habt, dann werdet ihr auch weiterhin von Huawei nicht enttäuscht werden. Hm?